Es war einmal vor vielen Lenzen, der Frieden kannte keine Grenzen. Nicht ein böses Wort gab es an diesem Ort, doch dann fing die Geschichte an. Ein Mann durchquerte die ganze Welt, um zu finden diesen großen Held, an dem Ort ohne Plagen, um ihm dann zu sagen, heute fängt deine Geschichte an. Die Sonne wurde versteckt von schwarzer Hand, kein Strahl fand mehr den Weg in dieses Land. Er zeigte seine Macht mit all seiner Kraft. So fing die Geschichte des Bösen an. Der Held kannte nichts von der Außenwelt, nun sollte er sie retten, bevor sie zerfällt. Wie sollte das gehen, wie sollte das geschehen? So fingen seine Zweifel zu blühen an. Der Mann trat zu ihm und sprach über Heldentum, wie man es erlangte und was man musste tun. Dann ging er fort mit einem Abschiedswort, und es fing die Heldenreise an. Der Held reiste umher, meilenweit, die Reise war lang und verbrauchte Zeit. Er fand Gefährten, die ihn beehrten, und so fing ihre Geschichte an. Ein Krieger, Schütze, Priester und ein Dieb, eine Magierin, in die er sich auch verliebt, ihre Augen leuchteten hell, sein Herz pochte schnell, so fing ihre Liebe zu blühen an. Was wäre aber eine Geschichte ohne Hochverrat? Der Dieb schnappte sein Messer und begann die Tat, die Wunde lag tief, doch es verlief positiv, und die Verfolgung nach dem Verräter fing an. Sie erwischten ihn schon am Folgetag, unter Tränen bereute er seine Tat. Er hörte sein Flehen und ließ sie mit sich ziehen, und die weite Reise fing wieder an. Sie schritten durch das tote Land, was einst war ein Forst, sie erreichten nach langer Zeit des bösen Horst. Sie traten in das Schloss, erreichten das Obergeschoss, so fing das Ende der Geschichte an. Das Böse kämpfte mit all seiner Macht, doch in dem Helden ist der Mut erwacht, mit seinen Kameraden konnte er das Böse erschlagen, und so fing der Frieden wieder an. Die Helden und der Held wurden gefeiert im ganzen Land, das Volk, doch vor allem die Magierin, reichten ihm ihre Hand. Sie arbeiteten und heirateten, und so fing eine neue Geschichte an.